Herzlich willkommen bei gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute Freilandtest für Freilandtomaten. Nun, Freilandtomaten kann man nicht anders testen als im Freiland. Wir haben uns entschieden, unsere Freilandtomatensorten und auch neue Sortenkandidaten hier in Buchs auf einem Feld zu testen, das umgeben ist von Obstbäumen. Man sieht hier rechts die Obstbäume, man sieht hier die Tomatenreihe, die Testreihe, hier hinten dann die Auberginen und wieder Obstbäume. Grund: mehr Luftfeuchtigkeit, höhere Luftfeuchtigkeit, nassere Blätter, mehr Infektionen für Phytophthora, für Krautfäule und für Alternaria, weil diese Krankheiten die Blätter besser befallen können, wenn die Blätter nass sind. Also wir möchten hier Krankheitsdruck und schauen, welche Sorten resistenter sind. Und jetzt gehen wir mal der Reihe entlang, das wird so ein bisschen schaukeln. Ja, da sieht man jetzt eine ganz kranke Sorte, wird wohl kaum als Freilandtomate durchkommen. Hier wieder mehr Grün. Eine Sorte, die oben weiter wächst. Unten doch etwas ein bisschen an Alternaria und anderem leidet. Dann kommen Sorten, ich kann es verraten, die samenfesten Sorten von Culinaris, die sehr gut aussehen, die einfach fast nur Grün bieten und ein unglaubliches Wachstum haben, eigentlich prädestiniert sind, an 2 und 3 Trieben kultiviert zu werden. Schauen Sie sich dieses Wachstum der Freilandtomaten von Culinaris an, von Primavera und Primabella. Sind eigentlich hier im Versuch mit die resistentesten Sorten. Nicht, dass Sie meinen, dass es hier keine Krankheiten gibt. Es gibt sie. Man sieht sie hier von unten raufkommen, da wo es eben feuchter ist. Ideal ist, wenn man unten ein Vlies hat, wie wir es gepflanzt haben, da wird dann der Infektionsdruck etwas weniger. Hier eine schwächer wachsende Sorte, hier eine großfrüchtige Tomate. Man sieht immer wieder kranke Pflanzen, gesunde Pflanzen. Also die Unterschiede zwischen den Sorten sind groß. Wir haben jetzt um den 20. September und hier eine großfrüchtige Tomate, die sich sehr gut entwickelt hat. Schauen Sie sich das gesunde Laub an. Natürlich ist die Tomate runtergesunken mit dem Ertrag. Aber man sieht doch, wie viel reife und reifende Früchte es da hat und wie viel gesundes Laub es oben noch gibt bei dieser großen Fleischtomate. Dann wieder mehr Krankheit. Hier, dann eine Entdeckung, Cuban Pink, eine Sorte, die wir zum ersten Mal ausprobiert haben, die wahnsinnig gesund wächst, allerdings in einem Exemplar auch Virusbefall zeigt, hier. Dann wieder krankere Sorten, die für Freilandanbau nicht in Frage kommen, sodass man sieht, dass in diesem Versuch doch genügend Krankheitsdruck da war, um jetzt um den 20. September herum die besten Sorten zu identifizieren und zu beschreiben. Und das sind auch die Sorten, die wir nächstes Jahr im Lubera-Sortiment als Freilandtomaten anbieten werden. Das ist hier auf Herz und Nieren geprüft worden. Natürlich hatten wir einen trockenen Sommer, einen heißen Sommer. Da waren die Tomaten lange Zeit gesund. Aber jetzt im August, September haben die Krankheiten zugeschlagen. Und wir haben genügend Krankheitsdruck, um die resistenteren Sorten und die weniger resistenten zu unterscheiden. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com. Dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.